Ja, und damit herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Railroader. Ich habe eine gute Nachricht und ich habe eine schlechte Nachricht. Fangen wir doch zuerst mit der schlechten Nachricht an. Mein Kampagnenstand ist kaputt. Ich darf nochmal neu anfangen, aber ich werde es mir soweit ein bisschen wieder zurecht cheaten, wie es das halt braucht. Jetzt habe ich hier in Sandbox nochmal neu angefangen, denn jetzt kommt die gute Nachricht. Es gibt zwei neue Mods, oder zumindest zu dem Zeitpunkt, wo das Video rauskommt, dürfte schon ein bisschen bekannter sein. Und zwar einerseits gibt es eine neue Industrie in Bryson. Das sind die Wagen dafür. Wir sind hier gerade in Silver. Und dann gibt es noch das da. Die F7 ist als Mod verfügbar. Ist von der Leistung her momentan genau gleich wie eine GP9. Es gibt dann sogar eine B-Unit, die lässt sich fahren, als wäre es eine ganz normale Lok. Geht halt momentan nicht anders. Und ich habe mir jetzt einmal zwei A-Units und eine B-Unit zusammengestellt. Die zwei sind auf Multiple Unit eingestellt, damit die da schön mitfahren. Und leistungstechnisch eben genau gleich wie die GP9. Also da könnten jetzt auch drei GP9s hier rumstehen und dann in Verbund hier fahren. Bisschen unschön ist natürlich das hier. Das heißt, die Verbindung ist halt nur so, ist momentan auch nicht anders umsetzbar. Aber trotzdem, was für eine schöne Lok. Hier kann man leider nicht reingehen, ist zu. Aber bei der Lok kann man reingehen, zumindest vorne beim Führerstand. Machen wir das vielleicht gerade bei dem hier. So, einmal Türen auf. Oh, das Ding ist einfach riesig. Und das ist der Führerstand von der GP9. Ich meine, ist ein bisschen schlicht, aber es funktioniert. Wir haben hier auch Licht. Ich glaube, die Dinger funktionieren nicht. Nö, das ist überschaubar, die Sachen hier auch nicht. Ansonsten, das Horn funktioniert. Na, Horn? Mag's nicht. Kann ich vielleicht hinsetzen. Aber halt Standardhorn. Wobei, es gibt schon einen Mod, der hier die Pfeife ersetzt. Beziehungsweise, dass man es aussuchen kann, aber der Mod gefällt mir vom Sound her nicht. Die Instrumente funktionieren hier soweit. Das geht hier, die anderen Sachen halt nicht. Das ist halt ein bisschen Railroader bedingt. Die Bedienelemente funktionieren. Und ja, das andere mit der neuen Industrie, ich zeige euch das mal ganz kurz. Da gehen wir hier nach Bryson. Das ist hier die Bryson Industrie. Das hier alles da hinten ist neu. Und wenn man das Ganze hier auf Tier 5 hat, dann glaube ich, sind es 36 oder 43 Wagen, die man da hinbringen muss täglich und dann halt wieder wegbringen muss. Da gibt es dann hier noch so ein kleines Yard. Da hat man hier diese eine Strecke ein bisschen ausgenutzt und das schauen wir uns heute an. Also Ziel ist, mit der Lok da ranzufahren. Schauen, wie schwer das Ganze ist. Das sind jetzt wirklich nur Wagen für diese eine neue Industrie nach Bryson zu fahren und dann in Bryson das Ganze mal rumrangieren. Schauen, wie das läuft. Gut, ich würde sagen, wir fangen da mit der Mitte an. Gehen wir gerade mal hier rein. Was ist denn hier was? Trottel. Dann bist du der Reverser vorwärts. Trainbrake. Achso, das ist hier oben. Independent ist da unten und das ist hier Gas. Okay, dann geht mein Schmackes. Wobei, ich glaube, ich mache es lieber was GUI. Das ist ein bisschen angenehmer. Wenn nur unsere Loks jetzt wiegen 400 Tonnen. Okay, 11 Cars, 749 Tonnen. Ist passt. Und dann würde ich sagen, fährst du erstmal von alleine. Die Handbremse müssen wir hier noch lösen. Release, Release, Reverse.
alles mit. Ja. Oh, das ist viel zu viel. Jedes Mal. Sehr gut. Der zweite Teil sollte dann etwas schwerer sein. Wunderbar. Dudley, reindrücken, Kollege. Sortierung habe ich mir jetzt noch nicht genau angesehen. Wenn wir dann hier Preisindustrie sind, werde ich dann mal schauen, was schlau ist und was nicht schlau ist. Aber rangieren werden wir so oder so müssen. Oha! 1967 Tonnen. Das ist nur für Bryson da unten. Alles klar. So, machen wir die Handbremsen da unten lösen. Aber für unsere drei Loks sollten die 2000 Tonnen überhaupt kein Problem sein. Da gab es schon Schlimmeres. So, Release. Release, wunderbar. Ja, und ich habe euch ja mal diesen alten, also den Mod gezeigt bezüglich ja, Vitia Yard, Erweiterung etc. Es gibt jetzt da noch ein paar kleinere Mods von anderen Leuten. Es sind zum Beispiel so Sachen wie, bei den Silver, glaube ich, habe ich das drin. Ja, genau, so Weichenverbindungen. Ja, das ist oberste Gleis da, ne? Da musste man ja hier vorne reinfahren, damit man reinkommt. Jetzt gibt es dann hier neu so die Verbindung nach da oben, dass man das nicht mehr machen muss. Solche kleinen Sachen habe ich mir noch hinzugeholt. Oder wo man das... Ja, wisst ihr was, ich fahre erstmal los. Und dann rede ich drüber. Das ist die falsche Lok. Wo sind die andere? Wobei, bei der machen wir jetzt Multiple Unit. Und bei dem machen wir es raus. Und Cutout machen wir nicht. Hier ist es richtig, da ist es richtig. Ja, wunderbar. Tudele, einmal da rein. Hör zu. Headlights. Ja, Headlights. Wir off front dim. So, wunderbar. Man kann die Reise hier losgehen. Ah, ist das schön, wenn sie im Trio hier losgeht. Ich denke nicht, dass da bitte. Sehr gut. Diese Schönheit. Von den Farben her kann man natürlich alles einstellen, wie man es haben will. Keine Ahnung, was nehmen wir denn? Weiß ist auch eine Option. Hm, hat irgendwie was. Was ist da mit dem Schwarz? Ja, ist aber zum Foto machen doof. Ja, vielleicht so orange tun. Ja, doch, mein Geschlecht. Ja, doch. Das tut. Ich hab die Weichen gar nicht kontrolliert. Und nachdem die jetzt eh hier alle Standard sind, ist eigentlich nur durchrauschen. Ja. Wieso ist hier ein Stück Gleis? Habe ich hier mir nicht alles freigeschalten? Was soll denn das? Locations? Fast Equipment Employees, Crew Settings, Map Features. Ah ja, Tatsache. Ja. Oh je, yeah, das. Jetzt geht's hier ab. So, da seht ihr es gerade. Die eine Verbindung nach hier nach oben. Das war so viel praktischer. Würde ich jetzt hier wirklich alles anmachen?
brauchst du ja eigentlich nicht. Silber, das brauchen wir nicht. Das hätte ich aber gern. Und Yard Stufe 1. Und das machen wir auch. Und dann passt es. Söderle. 25 wird schon passen hier. Also, wo ich eigentlich hingehen wollte. Wo haben wir es denn? Mit hier. War zum Beispiel diese Verbindung da beim Depot, da so wieder rein, ist auch neu. Dann gibt es auch noch eine Verbindung für Ela. Dass quasi das Gleis von da nach da geht. Das, den Ort habe ich aber wieder rausgetan, weil da erinnert auch ein paar andere Sachen, die mir jetzt nicht so gefallen. Ich hätte gerne nur das Ela-Zeugs. Und dann gibt es auch noch in Alaka und Co. diverse Änderungen, aber das sind dann alles Einzelmods. Am besten schaut man sich die auf Nexus Mods mal an. Ich werde es in der Videobeschreibung mal verlinken. Auch den Mod von der Lok hier. Und dann sucht euch das einfach aus. Und dabei Achtung, manche Mods funktionieren mit dem Unity Mod Manager und die anderen mit dem Rail Loader. Das sind zwei unterschiedliche Mod Managers. Die können aber parallel funktionieren. Also da einfach bei Nexus Mods auf der Description Seite hingucken, was sie brauchen. Und dann entsprechend die Mods installieren. Ich meine, die Installation für den Rail Loader und Unity Mod Manager funktioniert ja eigentlich relativ gleich. Also um zusätzliche Mods hinzuzufügen. Unity Mod Manager muss man ja dann nur starten, ZIP reinziehen. Das gleiche beim Rail Loader. Da muss man das ZIP einfach auf die Rail Loader Exe hinziehen. Dann installiert er das. Ist eigentlich super simpel. Oder den Inhalt dann in den Mods Ordner rein. Den Rail Loader. Ach ja, ich sehe das schon kommen. Richtig schwer, die Gütezüge hier mit den Kollegen hier. Vielleicht nicht immer im Triple, aber es ist einfach zweifach garantiert. Ich meine, die kosten halt auch ein bisschen was. Wir könnten mal ganz kurz umschalten auf Company Mode. Wo sind sie denn? Da. F7A, 32.000 ohne Rabatte. 30.000 für die B-Unit. Die GP9 kostet 35.000. Naja. Aber unterscheidet sich nicht wirklich. Ich glaube, ich sollte hier mal ein bisschen bremsen. Gut, ich würde sagen, für euch gibt es jetzt erstmal eine kleine schnelle Fahrt nach Bryson. Das müsst ihr euch jetzt nicht komplett ansehen, wie ich da hinfahre. Und dann sehen wir uns in Bryson wieder. Und dann schauen wir mal, wie die neue Industrie so aussieht und wie das so ist, da zu rangieren. Also, bis gleich.
So, Delay, da wären wir wieder. Leider habt ihr die Einfahrt verpasst, beziehungsweise nicht so wirklich. Ich habe sie aufgenommen und bin dann viele Stunden später draufgekommen, dass mein Mikrofon aus war. Also mache ich es nochmal neu. Wir sind jetzt da bei diesen Appalachian Hardwoods. Die Industrie kennen wir ja schon. Und da hinten gibt es schon die ersten beiden neuen Gebäude. Und da weiter dahinter die ganze neue Industrie. Es sieht ein bisschen abenteuerlich aus, das hier. Aber ansonsten, ihr seht, da gibt es ein bisschen was zum Abstellen hier. Auch das da eine interessante Konfiguration, aber soll wohl gehen. Und unser Zug momentan steht da hinten. Da gibt es auch diesen Abstellbereich. Ich habe da jetzt nochmal beim Nexus Mods nachgesehen. Also der Ersteller sagt, die ganzen Industrien hier, wenn die alle auf Tier 5 sind und voll laufen, braucht man hier täglich 30 bis 40 Wagen. Ja, wir haben jetzt 29 dran, sprich, das wären eigentlich noch ein bisschen mehr. Vor allem, wenn man die hier noch abzieht. Das sind die Appalachian Hardwoods Geschichten. Da müsst ihr wieder locker auf die andere Seite. Das heißt, die werden wir mal da lassen. Und dann haben wir jetzt hier die Sulfur Chemical R1 und R2. R2 sogar ein bisschen mehr. Und die Sachen, wenn wir uns die mal ansehen, die sind hier hinten. Das Gleis da ist R1 und das Nachbargleis ist R2. Das heißt, die müssen wir dann hier irgendwie so reinschieben, dann nach da vorne, dann da zurück. Und gleich hinter denen haben wir hier die Bryson Steam Electricity PW1. Ein paar Wagen. Und dann haben wir hier R1. Und die PW1. Schauen wir uns das mal ganz kurz an. PW1 ist hier. Das, wir werden zuerst die da unten reinmachen und dann fahren wir da irgendwie rein und werden die da abliefern. Und dann haben wir noch PW1. R1. R1 ist da oben, das obere. Da müssen wir andersrum reinfahren. Wobei. Ich habe da vielleicht so eine Idee. Okay, also, was wir jetzt hier mal tun, das sind ja Plötzchen Hardwoods. So, bei dir die Handbremse rein. Oh, bleib. Hier abkuppeln. Wieso geht das nicht? Okay. Ist der Kappler? Habe ich den schon aufgemacht? Okay, wir nehmen jetzt das hier alles mit. Und R1. R2. Ups, wie sieht das von der Länge aus? Naja, wisst ihr was? Wir machen jetzt erstmal nur die Wagen mit. Beziehungsweise wir nehmen jetzt die jetzt mal alle mit. Und stell die mal hier ab. Okay. Ja, habe ich hier die Automatik drin. Manuell, please. Vorwärts. Bremse lösen. Und ab geht's. Ah, sehr gut. Also wir können hier mal Follow machen. So, komm, Maximum Geschmack ist. Das Gleis da vorne sollte lang genug sein für uns. Auch ein interessanter Höhenunterschied da zu diesen neuen Gleisen. Ich frage mich gerade, soll ich die gerade direkt durchschicken? Und die anderen wieder stehen lassen. Das wäre vermutlich gar nicht mal so unklug. Okay, wunderbar. Das heißt, wir fahren jetzt da runter, da geradeaus. Du kannst schon mal wieder lösen. Hier so runter. Dann brauchen wir das hier.
das da und das da. Du kannst mal wieder Gas geben und dann schieben wir das alles da nach hinten rein. Einmal so. Nämlich gerade oder abzweigend. Das macht wie keinen Unterschied. Ja, die Hauskante ist da schon ziemlich nah dran. Ich hoffe, das ist kein Problem. Ich glaube, ich nehme das gerade Gleis hier. Dann sehe ich es auch gleich, wie es mit der Länge aussieht. Tudele. Hallo. Ah, das müsste jetzt geil aussehen, wenn von da oben gerade so ein Zug vorbeikommt. Hier unten schön am Rumrangieren. Da hat also der weiße Rangierer in Zukunft einiges zu tun hier. Es ist jetzt ja eh schon Wahnsinn, wie viel Güter man hier bewegen muss, wenn alles auf 5 läuft. Da kommst du nicht mehr hinterher. So, ich glaube, das reicht jetzt mal für die Geschwindigkeit. Wurde ich eh schon so schnell. Naja, wer langsam rangiert, der ist langweilig. Sehr gut. Ein bisschen bremsen. Jetzt wäre es jetzt noch, wenn ich jetzt hier einen Unfall mache. Okay, das reicht. So, dann. Wie sieht das jetzt aus mit der Distanz? Das passt sehr gut. Das sind die Electricity-Wagen für weiter vorne. Ja, passt. Also, das heißt, Steam Electricity R1. Hier werden wir die Handbremse reinmachen. Upload. Und auf. Das heißt, mit dem ganzen Schmöl geht es wieder raus. Wenn es richtig faul ist, könnte man das mit Hand machen. Also eigentlich ist jetzt unsere Lok da ein bisschen zu fett für das ganze Ding. Es wird eigentlich eine Einheit reichen. Naja, vielleicht. Ich habe da gerade so eine doofe Idee. Okay, bremsen mal rein. Ich glaube, wir werden mal hier das Set hier ein bisschen aufteilen. Machen da mal auf. Bei dir können wir Cutout und MO drin lassen. Bei dir. Du bist jetzt dann in Zukunft einzeln. Und du machst die Handbremse rein. Cool. So, dann fahren wir hier einzeln mal weiter.
Wieso auch nicht? Ich meine, es sieht ein bisschen nackt aus so. Aber es funktioniert. Gut. Das heißt, eigentlich, was? Tier 500 Handmake Applied. Ah, shit. Ich habe einen falschen ausgewählt. So, Road, Reverse. Was ist die, sag mal. Ah, 20 ist hier. Okay. Die Weiche da. Das heißt, wir müssen das hier noch einstellen. Und das hier. Das war's. Komm, komm mal mit. Du hast ja keine Lichter hinten, ne? Nö. Nicht die geilste Lok zum Rangieren, natürlich. Weil so nach hinten gucken ist ein bisschen doof. Ich hab's jetzt gar nicht ausprobiert, aber ich glaube... Kann sich doch festhalten. Na, komm her. Ich hab's grad. Komm, komm, komm. Nice. So, Kollege. Fahren wir wieder selber. Sagte hier dann. Ja, ein bisschen fest, aber was soll's. Sidalem. Dann kannst du eigentlich schon mal losfahren. Wie fahren wir jetzt am dümmsten? Ah, ich glaube, ja, wir müssen zuerst geradeaus fahren. Sehen. Sieht irgendwie besser aus, wenn so ein Güterwagen dahinter ist. Dann wirkt es nicht ganz so nackt. Sehr gut. So, jetzt machen wir hier mal Follow. Was haben wir als erstes? Das ist R1. Und dann R2. R1 war rechts. Gut. Ich glaube, wir machen das mal hier auf Express. Oh, der ist beladen. Da muss ich vielleicht aufpassen. So, Disconnect. Reverse. Los geht's. Ist bestimmt sehr intelligent, das mit Gefahren gut zu machen. Sehr gut. Soll ich das bei denen auch machen? Wobei, das sind empty. Ja, ich glaube, das können wir mit denen auch machen.
Gut, das heißt. Mal sehen. Bist du drin? Nee, der braucht noch. Jetzt aber. Okay, und applied. Geil, $88. Perfekto, und ihr kommt nach da. Das ist immer ein kleines Stück vorwärts. Jetzt hätte ich gerne einen zweiten. So, seid ihr da wieder frei? Ja, kann stehen bleiben. Hey, das läuft wie geschmiert. Das ist sehr geil. Okay, 76. Weil zeitlich. Ich hätte natürlich jetzt auch vorfahren können. Ja, aber weiß. Ja, doch, glaube, das weiß ich schon ausgegangen. Dann rückwärts rein. Aber jetzt bin ich eh schon hier hinten. Also ich hoffe mal echt, dass ich jetzt hier nicht entgleise. Das wäre sonst echt doof. Wir werden es gleich herausfinden. Sidri. Ne, ich glaube, wir machen Flying. Ist vermutlich in der Ansicht ein bisschen besser, um zu gucken, was hier gleich passiert. Da passiert gar nichts. Sehr gut. Man sieht unschön aus, aber solange es funktioniert. Oh shit. Waren da nicht Wagen, die da rein müssen? Waren das nicht gerade die nächsten hier? Da, R1, 4 Wagen Operations. Ja, da müssen 4 Wagen rein. Wobei. Komme ich hier mit 4 Wagen da rein? Weil ansonsten muss ich die nochmal aus dem Weg schaffen. Und. Also beispielsweise da hinten rein und fahr zuerst mit denen da vorne rein. Oder ich fahr mit... Ja, ich probier's mal, ob ich mit diesen 4 Wagen da vorne rein kann, aber ich hoffe mal, es geht. Das heißt, Handbremse bei dir. Applied. So. Dann kannst du hier Abflug machen. Oh, die Weiche richtig einstellen wäre auch super. Nice. Das passt, das passt, das passt. Okay, ich würde mal sagen, ich mache mal einen kleinen Cut, bis wir mit den nächsten Wagen hier sind. Und dann werden wir mal schauen, ob wir da vorne reinpassen. Also, bis gleich. So, da sind wir schon wieder. Nicht ganz da, wo ich gesagt habe, dass wir uns wieder sehen.
Hatten wir gerade so einen Big Brain Mode. Und zwar, wenn wir den jetzt mit der KI nach hinten fahren lassen. Einfach nur damit schneller geht. Das heißt, Road Reverse, machst du mal 15. Und dann haben wir ja eigentlich technisch gesehen hier noch den zweiten Zug hier. Und da haben wir diese M-Electronics R2. Und R2 ist da hinten. Der ist gleich da. Das heißt, der andere Zug kann uns eigentlich folgen. Nachdem wir hier mal ein bisschen Abstand drin hatten. Das heißt, mal ganz kurz Select. Okay, Orders. Forward. Machen wir mal 15. Dann sparen wir uns das hier schon mal. So, dann werden wir den hier mal wieder selecten. Wenn wir schon mal die KI haben. Haha. Ja, gleich 2 in 1. Wir müssen nur schauen, dass der dann nicht weiterfährt, als wie das hier. Ja, ich glaube, hier hinten mit 2 Rangierloks arbeiten, dann bist du recht schnell. So, dann machen wir die Fuse rein. Und sagen da schon wieder Forward. Und hier habe ich ja noch alles richtig. Dann fährst du da mal bis zum Prellbock, bitte. Da, der Kollege ist am Anrauschen. Ja, ja, ich weiß. So, dann machen wir hier die Weiche gerade richtig. Das da. Da. Und 2 Düsen. Es lief hier super. Ich vermute mal, der Zug ist schneller fertig als wie der da hinten. R1 ist da vorne, das heißt, der kann da gerade wieder rausziehen. So, schmeiß mal die Handbremse rein. So, ja, ich weiß, du fährst jetzt mal Yard Reverse 20, bitte. Hey, das geht sich ja wunderbar aus. So. Road Reverse, dankeschön. Bis er dann meckert, dass er dann hier dran ist. Weil Dextil R1, das ist dieses Gleis da. Naja, da muss er mal komplett rausfahren. Das war's. Wir machen Road Reverse. Und setzen dir mal einen Marker. Damit du mir hier nicht abhaust. So, du Kollege. Mal ganz kurz selber. Ja, da werde ich nicht drum rumkommen, dass ich mal kurz ankuppel. Oh, es ist nur so ein ganz kleines Stück. Schade. So, Anbremse gelöst. Ja, mal ein kleines Stück nach hinten. Na ja, komm, ein Stückchen noch.
So, reicht. Sind die jetzt noch alle drin? Naja, Tatsache. Sprich, ich kann hier gerade wieder abkuppeln. So, Handbremse rein. Und 503, du fährst mal nach vorne. Währenddessen kümmere ich mich mal um den Zug hier. So, Orders Forward. Dankeschön. Und dann heißt es einmal so. Einmal so. Und das passt. Oh. Oh. Ich hab nicht aufgepasst. Das sind nicht die gleichen. Wo ist Miller Electronics? Nein! Muss ich den ganzen Blödsinn wieder rausfahren? Ach Mann. Okay, ja, dann. Komm. Ja, 20. Oh, ich hab mit dem weiter. So, dann haben wir alle Plättchen Texas G3C. Das ist gerade da hinten, gerade schon gesehen. Smoke Mountain Mining Supply. Das ist wo? Das ist da hinten. Da brauchen wir wieder die andere Lok. Okay, dann können wir wenigstens einen Wagen noch machen. Ne, Kollege, warte mal. Du fährst Reverse. 20. Hast du jetzt gekuppelt? Open. Orders. Forward 20. Ohne Kuppeln bitte. Das was wir machen, das mal auf Express. Beavers 5. Und stehen bleiben. Ja, beziehungsweise können wir jetzt gerade Road Forward machen. Habe ich mir da schon mal ein bisschen Zeit gespart. Was eigentlich mit dir? Ah, Reverse 20, komm. Ah, das hätte ich gut mit dem anderen zukuppeln können. Jetzt muss ich ein bisschen tricksen. So, anhalten. Perfekto. Also Road Reverse 15, so dass er mir hier nicht wieder ankuppelt. Und hier müssen wir einmal geradeaus. So, vorwärts 20 bitte. Das soll ich erst mal 10 machen? Ne, weißt du was? Machen wir mal 10.
einmal 20 zum Ankuppeln. Was lernen wir draus? Immer genau hingucken, was du da für Sachen am Haken hast. Ein Stückchen noch. Sehr gut. Dann bleibst du erst bestehen, weil das nächste muss ich händisch machen. Bei dir brauchen wir noch ein bisschen. Ich würde mal sagen, nochmal 5 Wagen. So, du einmal geradeaus. Also nochmal gucken. Operations Miller R1, dieses Gleis da. Was soll ich da den Cheeky Way machen? Sagen wir mal, seid ihr 52 Tonnen, 40 Tonnen. Okay, wir machen mal ein bisschen was Illegales. Wo habe ich die Handbremse drin? Light released. Gut. Luftleitung, Glide Hands, Disconnect. Machen wir das so. Reverse, volle Pulle. Das reicht. So, Handbrake. Ja, das hat überhaupt kein Unfallpotenzial, was ich da mache. So gar nicht. Also spare ich mir das halt einmal, dass ich da auf die andere Seite drüber fahre. Ist der? So schnell geht das. Hallo. Hat noch genug Schwung. Ja, perfekt. Södre, das passt. Du wirst jetzt mal im Road-Modus nach vorne fahren. Und wir fahren dann hier so raus. Bleiben fürs erste da stehen. Der ist ja auch fertig. Das einmal abkuppeln, einmal rein. Du, Kollege, fährst Road rückwärts, bitte. Weil eigentlich brauche ich die Flair hier gar nicht. Denn die KI sollte eh nicht wirklich ranfahren, weil die Weiche hier nicht passt. Aber sicher ist sicher. Wir müssen da ja nichts provozieren, unfalltechnisch. Ja, und ich würde mal sagen. Das passt schon. Kannst du anhalten. Oh, du kommst gerade hinterher. Und dann nehmen wir hier mal diese Sachen mit. Wir haben Signal Supply R1, R1 und R2. Warte, R2 ist dann einfach nur auf der anderen Seite.
Das da hinten ist dann R2. Gut, Kollege, wir wechseln Jagdmodus 20. Und die Appalachien-Sachen machen wir anders mal, weil die kennst du ja schon, wie die zu machen sind. Aber Taktik ist auf jeden Fall, die Sachen so zu sortieren, in je nachdem, wie die Lok stehen sollte, zum Reindrücken. Das wären dann eigentlich zwei Hälften. Und gerade mit zwei Loks ist, geht das dann hier natürlich super easy, wenn man sich das dann aufteilt. Okay, da wären wir dran. Das heißt, hier weg. Und dann kannst du wieder rückwärts fahren. Eigentlich? Ich glaube, das muss ich mal machen. Einfach mal zwei A-Units hinten ran. Ich glaube, das sieht zwar ein bisschen komisch aus, aber wenn du den Booster halt nicht brauchst, kannst du mit der richtig gut rumrangieren. Ich glaube, da muss ich später mal im Internet schauen, ob es da ein paar echte Fotos gibt, wie zwei A-Units so hintereinander dran sind. Also wirklich hintern an hintern. Ja, da hinten ist er zwei. So, vorwärts. Kommen wir zuerst da rein. Seid ihr beladen? Ja, 40 Tonnen, 250 Tonnen. Das wären nur zwei Wagen. Ja, sollen wir mal wieder cheaten? Ich glaube, ich tue wieder cheaten. Ja, liebe KI, ich weiß. Wie viel habe ich da noch? Ja. Perfekt. Naja, perfekt. Ein bisschen eine knappe Sache da. Aber passt. Nice. Gut, in dem Spielstand bringt das eh nichts, weil ich im Sandbox drin bin, aber trotzdem. Mann, das passt doch nie im Leben hier alles rein. Oder doch? Ja, doch, gerade so geht es aus. Nice so. Aber jetzt, wo ich das Ganze hier schon rangiert habe. Kann ich aber eigentlich auch gleich hergehen, das zum Karrieremodus umbauen. Natürlich die Loks dann wieder weg, aber meine anderen wieder her. Aber ja, ich habe da schon Bock da auf die Industrie. Jetzt wo ich weiß, wie das hier funktioniert, wo hier was ist und was man beachten sollte, ist es eigentlich ziemlich easy going. Schaut eigentlich viel schlimmer aus, als es eigentlich ist. Jetzt haben wir, glaube ich, auch wirklich alles bedient. Da die zwei sind bedient. Das ist nicht bedient. Vielleicht kommt da noch was. Und dann halt hier das Gemischte halt hier noch. Da könnte vielleicht noch mehr stehen. Da hinten stehen ja dann von der Plätschen Hardwoods ja noch die der Kohlewagen hier rum und die anderen zwei, da die anderen. Naja, hat schon was, hat schon was. Das soll es an der Stelle auch schon gewesen sein. Und wir sehen uns dann in der nächsten Episode. Mal schauen, was ich da Interessantes für euch wieder habe. Also, bis dahin, wünsche euch eine gute Fahrt. Macht es gut. Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gibt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann, euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.